für Sie. Ich habe letztes Mal ja so ein Kapitel aufhören müssen, weil Zeit zu Ende war, das Jahr zu Ende war sozusagen. Ich mache jetzt hier noch weiter mit den Zeichensätzen, mit den Fonts, mit dieser Beschreibung von Kurvenzügen. Ich hatte ja letztes Mal erklärt, dass wir solche Zeichensätze als eine aus dem geschlossenen Kurvenzug, jedes einzelne Buchstaben, also wenn wir das Bild für jeden einzelnen Buchstaben prüfen, das Bild als Kurvenzug aufheben. Hier in diesem Fall sind es zwei Teile von diesem Kurvenzug. Eine, das Äußere beschreibt, und eine, die ganze Innere beschreibt. Sie nehmen das Kurvenzug vor dem Ausfüllen, das hier ist dann nach dem Ausfüllen, der Kurvenzug nach dem Ausfüllen. Dieses Ausfüllen bei der Kurve, die haben hier auch eine entsprechende Richtung, und die Regel ist, dass genau, vom Regen ist rechts, dann nehmen wir mal an, diese hier geht in die Richtung hier hoch, der geht in der anderen Richtung orientiert, der ist jetzt in diesem Fall, dann ist die Regel, dass eben auf der linken Seite von der Kurve schwarz gemacht wird, der rot, wenn wir nur umschlagen wollen, und sonst bleibt es weiß, wenn ein Pixel rein auf diese Weise, das innere Gefühl wird, dass man jetzt auf diese Punkte, die wir hier haben, die Punktemenge, die unten und die Beginnpünktchen, dass man auch jetzt auf eine Transformation umfassen können, um den Buchstaben größer oder kleiner machen zu können. Jetzt bitte, könnten Sie den Ton ein bisschen leiser drehen? Ich schreibe mir diese Ohren so auf den Eindruck. Danke. Ja, was wir jetzt noch brauchen, denn das, was hier in der Schrift ist, eine vernünftige Art, diese Kurven zu beschreiben, sodass wir die anständig interpolieren können. Denn wenn wir nur diese paar Pünktchen aufheben hier, dann müssen wir den Kurvenzug erst schließen, bevor wir hier aufhören können. Und dazu habe ich dann die Spleinsatzgespräch gebracht oder präsentiert. Erstmal so einen linearen Splein hier. Also wir nehmen einzelne Stückchen von der Funktion. Also diese Funktion hier, hier ein Stück Funktion, hier eins, hier eins, hier eins, hier eins. Die blauen geraden Strecken, mit denen wir hier und hier interpolieren. Auch hier diese Punkte, da wo ich die Gitterlinien habe, da haben wir ja, da müssen wir durch. Und wenn es bestätigt ist, können wir diese Lernfunktion noch mal stetig hinbringen, aber sie ist nicht glatt, also die Buchstaben sollen ja auch mal sein können, also braucht man eine ein bisschen schönere Funktion höherer Ordnung, die bei denen wir auch so dafür sorgen können, dass die nicht nur stetig sind hier in diesen Stützpunkten, sondern auch glatt, das heißt, dass die erste Ableitung stetig ist. Und es ergibt sich dann hier ein Gleichungssystem und wir haben vier n unbekannte, 2n plus 2n minus 2 Gleichungen, jetzt fügen wir noch 2 Gleichungen hinzu, dann ist das Gleichungssystem bestimmt für den Bösen und n haben wir hier jetzt eine kubische Zahl, um das zu interpolieren. Die beiden zusätzlichen Gleichungen da, die kann man nicht aus dem Himmel, sondern die muss sich überlegen, so konstruieren, dass die Interpolation hier bestimmte zusätzliche Eigenschaften erfüllt. So, als die Herrn Horner und Keschi darüber nachgedacht haben, Computer zu benutzen, um die Zeichensätze zu beschreiben, also solche Punkte hier zu verbinden, zu interpolieren. Da haben Sie sich gedacht, die kubischen Splines, die man sieht zu rechnen,
Fahrrads und sonstiges so Zeug, bin in diese Bézier-Kurve. Und ich habe dann hier eben gezeigt, dass die Bézier-Kurve zweiter Ordnung funktioniert. Mit diesen Gleichungen hier, diese hier und diese hier, produzieren wir diese Bézier-Kurve erster Ordnung, diese Bézier-Kurve erster Ordnung, indem das T läuft, sodass sich dann der Punkt, den wir berechnen, B1,0, von hier nach hier bewegt. Während sich T bewegt von 0 nach 1 und dieser B1,1, der läuft von hier zu diesem Punkt hin, zu diesem Endpunkt. Dieser Punkt wird das für unsere übersetzt auf unsere Zeichensatzdarstellung, wenn das hier die Punkte B0 und B2, das hier ist B1, das ist ein Kontrollpunkt, durch dessen Lage wir das Laufen dieser Punkte B1,0 und B1,1 beziehungsweise von dieser Vorkasselung auch B2,1 und B2,1 interessieren und kontrollieren können. Also, wenn man dann hier zum Beispiel die Sekundärkurve Ordnung nimmt, haben wir insgesamt 4 Punkte, den Anfangspunkt, den Endpunkt und diese 2 Kontrollpunkte, die wir verändern können, bewegen können, in der Lage bestimmen können, um die Form der Kurve hier zu bestimmen. Und wenn wir dafür sorgen, dass diese beiden Punkte, hier den ersten, ist hier zu klein, hier den zweiten und den dritten, dann wird hier die Kontrolle, den Anfangspunkt, den Endpunkt der ersten, die beiden Kontrollpunkte, dann haben wir hier 2 Kontrollpunkte und hier 2 Kontrollpunkte und den dritten zu klein. Wenn wir also diese Kontrollpunkte hier, den, nehmen wir mal B3 von der Kurve 0 und den B2 hier von der Kurve 0 und hier eine gerade legen, zusammen leicht abhängig voneinander bewegen, können die praktisch verlängern, indem wir die Streckenverlängerung weniger rausziehen und dann näher annehmen, das hier auch, aber die beiden sollen auf eine gerade liegen, das heißt, wenn die hier hinbewegen, können wir weniger hochklappen. Und dann haben wir die Eigenschaft, dass die hier glatt ist, diese Kurve. Das ist auch was, was wir wollen. Also, die Kontrollpunkte, wenn es übrigens die Kurve glatt ist, das ist nicht immer der Fall. Hier oben sehen Sie übrigens nochmal einen Kontrollpunkt, das ist ein Anfangspunkt, ein Endpunkt und die beiden Kontrollpunkte. Sehen wir den Kontrollpunkt von dieser Kurve, der aus der von dieser Kurve hier, die liegen auch wieder auf einer Strecke, einer Geraden. Das ist nicht immer der Fall, hier an den Endpunkten, da zum Beispiel, wenn wir es eckig haben, gehen die nicht mehr auf einer Kurve. Das hier ist so ein kleiner Screen-Dump, den ich aus dem Programm, um Fonts zu designen, herausgeholt habe, diese Font-Designer-Programme, die auf Windows oder MacOS laufen. Die sind recht teuer. Habe ich eine Demo ausprobiert und schnell einen Bildschirm gemacht. Die werden jetzt also von Font-Designern benutzt, um sowas hier oder sowas hier zu entwerfen, indem man erstmal grob was hinlegt und dann hier fein justiert, um die Endpunkte, die Kurvenform hier zu bestimmen. Sie können sehen, dass das, wenn man die alte Punkte hier richtig gemacht hat, schon ein paar Tage Arbeit ist, bis dann davon der Zeichensatz gut gefallen wird. Ich habe auch gelernt, dass ich vielleicht nicht der ultimative Font-Designer bin, wenn ich es ausprobiert habe. Und so, mit Bézier zu B1 entstehen diese Postgre Typ 1 und auch die anderen Postgre Fonts. Es gibt dann auch eine Konkurrenzveranstaltung zu Postgre Fonts, die Firma, der diese Postgre Fonts gewendet wird. Man muss teuer geworden für die Hersteller von PCs, und dann die eigene
entwickelt, danach ist etwas Positives drin, etwas billiger geworden, als etwas gezeigt ist. Solche Grundzüge benutzt man übrigens nicht nur für Zeichensätze, sondern damit kann man auch zum Beispiel mit Illustrator Grafiken erzeugen. Sie haben vielleicht, wenn Sie, ich weiß nicht, ob es in jedem eingebaut ist, ich glaube aber schon, dass in vielen Zeichenprogrammen, zum Beispiel in Illustrator, Zeichenorientierung geben, ist was auch noch drin in vielen anderen so Line-Art-Programmen. Mehr als viel gibt es nicht, aber in denen, die es gibt, sind auch solche Plans drin, damit man solche Linien zwischen Pfade schön zeichnen kann, genauso zeigen kann, wie man das möchte. Und da kann man da eben auch diese Kontrollpunkte verändern, diese Kurven, die Sie hier sehen, die habe ich auch in unserem Programm gezeichnet. Jetzt möchte ich ein wenig in diesen verschiedenen Medien, ein wenig noch über die 3D-Grafik sprechen. Also, wie wir Szenen, eine 3D-Welt oder die virtuelle Realität beschreiben können. Und es fängt an, dass wir diese Szene, oder was man diese Szene oder so eine Szene entwerfen will, dass man die konstruiert. So wie der Architekt, der ein Haus entwirft, macht ja auch eine Zeichnung, wie entwirft das Haus. Wenn es einfache geometrische Objekte, wie zum Beispiel ein Quader oder ein einfaches Haus zu beschreiben, setzt man weiter eine Frage dran, setzt vielleicht einen drauf, um noch mehr Stücke zu machen, und setzt da ein Wallendach drauf, das ja auch aus Dreiecken und Rechtecken besteht, die im Winkel zueinander stehen. Dann kommen wir in die Seiten von den Quader, die Wohnräume oder die Arbeitsräume enthalten, kommen Fenster rein und so die Dinge. Und wenn man eine Szene der virtuellen Realität beschreiben will, dann muss man auch wieder diese Szene modellieren, die geometrischen Eigenschaften, die zueinander stehen, die Topologie, die Geometrie, müssen wir irgendwie beschreiben. Man muss also wirklich geometrische Objekte nehmen, zueinander setzen. Dazu gehört, dass man zum Beispiel einen Würfel nimmt, den verformt man ein bisschen, das ist gut, den Würfel nimmt, verformt man ein bisschen, dass es ein Quader ist. Und dann setzt man einen anderen Quader dran, noch einen gut drauf, Platz oben auf den letzten Quader vielleicht eine Pyramide drauf, dass man so ein kleines Türmchen hat, und dann sagt man, das ist jetzt ein Objekt. Und dann nimmt man dieses ein Objekt und kann es, nachdem man es kopiert hat, miteinander verschieben. Auf diese Weise entstehen jetzt etwas, sagen wir mal, einfache Welten, schauen alles aus. Quader, Pyramiden, Kugeln, die man natürlich verformen kann, so wie man es sieht, Kegeln und Tori. Momente sozusagen zusammensetzen werden. Das, was da rauskommt, ist sich, naja, kann man schon mal zwei Sachen machen, kann ja die Größe ändern und dann zusammensetzen, aber insgesamt kommt das, was da rauskommt, noch ein wenig einfacher aus. Und deshalb gibt es auch solche, die Möglichkeit, die äußere Hülle von Objekten durch so viele kleine Dreiecke zu beschreiben. Ich habe hier aus der Wikipedia ein Bild rausgenommen und die meisten von Ihnen haben wahrscheinlich schon beraten, das soll jetzt ein Bild sein, der da gerade aus dem Wasser rausläuft. Und da wird also dann zum Beispiel diese Flosse hier, die wird aus einzelnen solchen Dreiecken, die so zueinander angesetzt sind, also in Facetten,
konstruiert. Oder hier der Restaurant fehlt, die Schwanzflossen und hier noch ein paar Schleierflossen und hier die Nase vorne. Das sind sie auch, wie die aus einzelnen solchen Elementen, solchen Facetten aufgebaut ist. Sie haben es wahrscheinlich auch schon für Autos gesehen und ähnliches, dass die aus beim Konstruieren der Außenhaut aus so vielen kleinen einzelnen Patches zusammengebaut werden. Also man nimmt solche geometrischen Objekte, zum Beispiel um Oberfläche zu beschreiben, eben haben wir Umriss beschrieben, bei den Splines, hier wird es Oberfläche beschrieben, also eine Dimension mehr. Bei den Splines haben wir 2D-Funktionen mit kurzen Kurvenstücken auf der Ebene beschrieben, hier beschreiben wir 3D-Objekte mit 2D-dimensionalen Patches, die im 3D-Raum liegen. Und natürlich muss auch hier wieder gelten, dass die aneinander gesetzt sind, dass es keine Löcher und Lücken gibt hier drin. Und wenn es schön aussehen soll, wenn die Finheit gut werden soll, dann muss man es vielleicht sogar so machen, dass die nicht so ausschaut wie Zeppelin mit solchen Kanten hier an diesen Stellen, sondern es muss auch da so schön ganze Flaschen kriegen, wie bei den Splines, wie von uns die Zeit ist. Ja, nachdem man also diese Dreiecke kleiner werden lässt, mehr von denen benutzt, mehr von diesen Dreiecken benutzt, dann kann man die Oberfläche präziser modellieren. Präzise gestalten. Je kleiner die werden, desto mehr arbeiten kann man studieren. Und desto mehr arbeiten kann man die Software, dass sie nicht alle berechnen soll. Aber umso besser kann man diese Oberfläche beschreiben. Insbesondere hier an dieser Stelle sind sie auch irgendwie in diese Dreiecke ein bisschen kleiner und hier vorne auch. Und überall da, wo es mehr Detail gibt, mit Dreiecken. So, nachdem man also das zusammengesetzt hat, also den Dreiecken, die in der Szene in ihrem in dem 3D-Modell, so ein kleines Rudel, also die heißen mehrere Delfine zusammen, also ein kleines Delfin-Rudel einbauen wollen, braucht natürlich mehrere Kopien von denen, die sich vielleicht auch hoffentlich formen können. Wir müssen die Oberfläche von diesem Dreiecksmodell schön machen. Schön machen in Anführungszeichen. Wir müssen jeder von diesen Oberflächen hier Attribute geben. Ein Attribut wie Farbe. Also ein Delfin ist das häufig so ein Grauton, vielleicht was Helleres, was Dunkleres, vielleicht an manchen Stellen was weiß. Wir müssen auch der Oberfläche Glanz geben. Manche Oberflächen sind völlig matt. Aber manche glänzen eben auch gleich. Wenn Sie sich hier den Stuhl anschauen, den könnten wir auch versuchen zu modellieren, da gibt es den richtigen matten Teil, das Polster. Dann gibt es hier das Holz, das einen leichten, schönen Glanz hat. Wenn Holz überhaupt keinen Glanz hat, ist es ziemlich unschön und stumpf. Und dann gibt es die Chromteile hier, die viel Glanz haben. Glanz bedeutet Licht reflektieren können. Über Farbe werden wir im nächsten Kapitel noch ein bisschen sprechen. Das bedeutet natürlich auch was, das nämlich allgemein unbeleuchteten Objekten, also man sagen, das Objekt nicht beleuchtet, sondern nicht beleuchteten Objekten, dass nur bestimmte Farben reflektiert werden, andere nicht. Also wenn was rot ist, dann bedeutet das ja gerade, dass diese Oberfläche nur die rote Farbe reflektieren kann. Oder nur eingeschränkt. Und das nächste, was wir noch haben wollen, ist das Parameter für diese Dreiecke hier. Das ist die Durchsichtigkeit. Der Delfin ist nicht durchsichtig, aber viele andere Objekte sind eben durchsichtig, zum Beispiel
Glas, aus mehrere Winkel durchsichtig, Urteil, fast komplett, aus also Lichtglas, aus einem teilweise durchsichtig. Oder wenn wir ein Glas nehmen, das auch mehrere Winkel durchsichtig gehen, dann muss ich noch drei unterschieden. Also diese drei hier, diese Attribute, die legen wir für jeden von diesen Objekten fest. Wobei, diese Eigenschaften, die wir da gerade genannt haben, Farbe, Glanz und Durchsichtigkeit, das ist eigentlich die Reaktion auf Licht. Also wenn man diese Oberfläche, dieses Dreieck dann beleuchtet, dann bestimmt das hier, wie reflektiert wird und wie durchgelassen wird. Welche Wellenlängen reflektiert werden? Farbe. Schwarze reflektiert werden, das ist die Sache mit dem Glanz, beziehungsweise die diffuse Reflektion, da kommen wir nochmal dazu, und die Durchsichtigkeit, wie viel Licht denn dort hindurchgehen kann. So eine Oberfläche, wenn wir hier ganz Farbe und Durchsichtigkeit festgelegt haben, die sieht dann immer noch ziemlich, sagen wir mal, unnatürlich aus. Mit wie flach. Und das kommt bei all den Oberflächen, die wir im Leben anschauen, die um uns herum sehen, die haben auch eine Textur. Textur kann man natürlich am besten im Holz sehen, wenn Sie hier das Holz vor sich, wenn Sie da mal hingucken, dann sehen Sie also, dass das Oberfläche hier einerseits ein bisschen reflektiert und Farben und auch einen leichten Glanz hat, aber insbesondere ist dann nicht nur das Maß. Zu einer Oberfläche gehört also auch noch etwas, was man eine Textur nennt. Und eine Textur ist eigentlich ein Bild. Ich war jetzt schon beim Gebetmerk oder sowas. Ich habe schon versucht zu sagen, ein Foto. Aber tatsächlich macht man es modelliert so, dass man diesen Oberflächen Bilder zuordnet. In so einem Grafikprogramm, das für 3D-Objekte solche Objekte konstruieren kann, muss man jede Oberfläche der Textur zuweisen. Wir haben also zum Beispiel ein Foto von diesem Holz gemacht. Und wir nehmen das Holz, dieses Foto, und sagen, das gehört jetzt die Textur von dieser Oberfläche. Je besser wir die Texturen machen, desto natürlicher wirken übrigens diese Objekte, die denn hier zusammenkommen. Die Texturen auf so einem Delfin, na, da könnte man sich zum Beispiel auch einen Delfin aus dem richtigen Leben nehmen und ein Stück von seiner Haut fotografieren. Am besten noch ein bisschen was von der Haut hier unten, ein bisschen was hier, ein bisschen was da oben. Und dann diesen Dreiecken zuordnen. Allzu intensiv will man es übrigens auch wieder nicht strukturiert haben. Die Texturen, dann fällt nämlich auf, dass die eventuell nicht hier, die hier nicht so gut zueinander passen. Also das ist auch nochmal ein bisschen eine komplizierte Aufgabe. Bei der Holzmaserung können Sie sich vorstellen, wenn wir dieses Ding hier aus vielen solchen Oberflächen zusammensetzen, vielen solchen Dreiecken, ich meine diese Freiformfläche, die kriegen wir eben nicht so gut hin, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass dieses Tapetenproblem, was Sie vielleicht kennen, wer von Ihnen schon mal Tapete geklebt hat, ne? Dass das Muster, also so eine Bahn ist ja irgendwo zu Ende und dann ist das Muster auf der Bahn zu Ende und wenn Sie das nächste Bahn dran kleben, dann muss das, ja, müssen Sie es so zurechtrücken, dass das Muster fortgesetzt wird auf der nächsten Bahn und dann über die Wand fortgesetzt wird. Deshalb ist es einfacher, Fasertapete zu kleben, als irgendwas Strukturiertes. Ne? Also dieses Problem bei der Parkettierung, dass die Bilder, die einzelnen Bilder an den Grenzen zueinander passen müssen, haben sie natürlich auch noch. Also Texturen bestimmen heißt, irgendwelche Fotos nehmen und der Oberfläche zuordnen. Wir haben also jetzt dann vier Oberflächeneigenschaften, Glanz, Farbe, Durchsichtigkeit und Textur. So, jetzt haben wir dann so ein Objekt oder mehrere kreiert, in die Szene reingesetzt, in den Raum reingestellt, sagen wir mal, naja, wir modellieren hier einen Stuhl, wir modellieren den ganzen Raum
Und können wir uns schon vorstellen, da oben, das kann man irgendwie aus Dreiecken oder meinetwegen auch Vierecken, das sagt niemand, dass es Dreiecke sein müssen, es können auch Vierecke sein, aus Vierecken hier zusammensetzen. Aber natürlich kann man auch ein Viereck aus zwei Dreiecken erzeugen, eigentlich einfach. Dann machen wir noch hier diese Wand hier und den Rest. Sie sehen, dass man hier schon ein bisschen Arbeit hat, bis man da alles zusammengesetzt hat. Wahrscheinlich bräuchten wir für diesen Raum ein paar hundert solche Dreiecke, um den anständig zu modellieren. Und dann gehen wir hin und geben diesem Rechteck hier eine Farbe oder diesen zwei Dreiecken, diesen hier und dann innen drin natürlich noch und so weiter. Diese Wände hier, da reicht eine ziemlich flache Textur für solche Sachen. Hier diese Wände, da brauchen wir natürlich schon ein bisschen bessere Textur, die diese Strukturierung einigermaßen wiedergibt. Ich glaube nicht, dass man hier die Wand komplett strukturiert mit diesen Rippen hier konstruieren würde. Kann man vielleicht auch. Diese Gitter müssen wir natürlich auch machen und entweder machen wir ein Foto von denen und kleben das auf so ein Objekt drauf, eine Textur, oder wir konstruieren auch das hier wieder einzeln, sodass wir die Gitter perfekt konstruiert haben. Wenn wir die Gitter perfekt konstruieren, können wir natürlich dann später in der virtuellen Realität, in dieser Szene, die Kamera hier hinfahren und mal hier reingucken und das schwarze Loch da drin sehen, oder wir haben das auch wieder besser konstruiert, dann könnte man auch sehen, was da drin ist. So, hallo? So. Zu unserem Modell gehört noch was, was ich noch nicht gesagt habe. Dazu gehören Lichtquellen. Genauso wie wir hier in diesem Raum hier oben diese Lampen brauchen, insbesondere nachts, brauchen wir auch in so einer virtuellen Welt bei der 3D-Grafik Lichtquellen, die das beleuchten, unsere Objekte. Einfaches Licht ist so wie jetzt draußen am Tag. Da haben wir nämlich nur eine große diffuse Lichtquelle, den Himmel über uns. Diffus heißt, das Licht kommt von überall, vom Himmel, so gleichmäßig runter. Der Himmel ist für unser Modell einigermaßen gleichmäßig hell. Hier drin haben wir eine andere Sorte von Lichtquellen. Da haben wir einzelne Punktlichte. Wir betrachten diese Lampen hier als punktförmige Lichtquellen und die strahlen ab in einem bestimmten Winkel. Die ordnen wir hier oben drin an und die beleuchten unsere Szene. Wenn wir keine Wolken draus haben, haben wir auch eine punktförmige Lichtquelle. Abgesehen davon, dass wir ein bisschen diffuse Lichtquelle haben, der blaue Himmel, haben wir auch eine punktförmige Lichtquelle, nämlich die Sonne. Da hätten wir dann da draußen zwei Lichtquellen. In so einem Raum hier innen drin, wie wir hier sehen, haben wir 40 Lichtquellen hier, ne? Und ein paar kleine wieder hinten, zum Beispiel dieses Zeichen. Also diese Lichtquellen, die leuchten einerseits Objekte direkt an und andererseits leuchten natürlich die Wand an und die Wand reflektiert auf sie drauf von der Seite. Natürlich ist es auch so, dass von unten etwas beleuchtet wird, weil das, was vor Ihnen ist, die Wand hier, all das reflektiert auch ein bisschen und sorgt dafür, dass die Objekte nicht nur direkt von den Lichtquellen angeleuchtet werden, sondern eben auch indirekt. Diese Anordnung und die Art der Lichtquelle gehört also auch ganz wesentlich zu der Szene dazu. Das hier ist das Modell. Und dieses Modell, das wollen wir jetzt dann anschauen, visualisieren, anzeigen. Das Modell besteht aus einer geometrischen Beschreibung der sichtbaren Objekte. Dazu haben wir noch die Texturen und die Lichtquellen. Und jetzt beim Rendern müssen wir erstmal bestimmen, wo denn die Kamera steht. Denn die Kamera, die gibt unseren Blickwinkel wieder, welche Teile der Objekte wir sehen.
Wir sehen natürlich bei undurchsichtigen Objekten nur die Vorderseite. Zum 3D gehört natürlich auch dazu, wenn Sie die Kamera bewegen. Wenn ich hier so nach vorne laufe und hier rüber gucke, dann sehe ich was anderes von der Szene. Ich kann auch so hinter was gucken. Und dann sehe ich plötzlich was, was ich vorher nicht gesehen habe. Als ich hier vorne stand, habe ich nicht gesehen, dass da Taschen liegen. Ich meine, ich hätte es mir denken können, aber ich habe es nicht gesehen. Das mache ich erst, wenn ich die Kameraposition, in diesem Fall meinen Kopf, meine Augen ändere. Also wir müssen die Kameraposition, die kann sich in der Szene bewegen. Und genauso kann man übrigens sehen, ja, hier steht Kameratyp, damit meine ich sowas wie Brennweite des Objektives, ob das jetzt ein Teleobjektiv oder ein Weitwinkelobjektiv ist, ändern. Also das sind die Bedingungen für die Kamera. Und dann muss man etwas machen, ja. Man muss dieses Objekt da, diese Objekte, die wir haben, die sind ja beleuchtet vom Licht, und wir müssen jetzt das Modell berechnen. Berechnen heißt, wir müssen die Strahlen vom Licht, von den Lichtquellen, die wir haben, auf die Objekte fallen lassen und berechnen, wie diese Strahlen reflektiert werden von unseren Oberflächen hier, vielleicht auch von den Würfeln, die wir in die Szene gelegt haben, und wo sie dann wie sie in unsere Kamera einfallen, welche Pixel die da in der Kamera fallen. Das berechnet das Abbild. Und über diese Renderer, da müssen wir gleich auch noch ein wenig sprechen. Also das erzeugt jetzt so ein Bild, das wir wirklich angucken können. Dieser Renderer nimmt die Szene und macht daraus, projiziert das auf unseren 2D-Kamera-Chip. Und wenn wir uns jetzt das menschliche Auge betrachten, da hat es auch so einen, in Anführungszeichen, Kamera-Chip, nämlich die Netzhaut hinten im Auge drin, die aus so einzelnen lichtempfindlichen Zellen besteht. Einzelne, viele Millionen, aber lichtempfindliche Zellen da hinten im Auge. Und das ist dann auf dieser Netzhaut entsteht auch ein 2D-Bild, eins links, eins rechts. Und das ist dann das, was wir als Bild zunächst mal erhalten, was unsere Signalverarbeitung im Kopf erhält. Der Renderer, dieses Berechnen hier, das ist ein Algorithmus oder eine Kombination von Algorithmen, über die wir gleich noch ein bisschen sprechen werden. Nicht allzu viel, das ist jetzt auch noch in dieser Phase zu kompliziert. Das nächste, worüber ich zum Thema 3D-Grafik noch kurz was sagen möchte, ist die Interaktion. Wenn Sie ein 2D-Bild hier haben, mit dem Sie interagieren möchten, dann können wir zum Beispiel unseren Finger nehmen und hier auf diesem Touchscreen was machen. Das ist relativ intuitiv, das ist so wie mit dem Finger auf dem Papier herumfahren, beziehungsweise einen Stift nehmen und auf dem Papier was machen. Im 3D-Raum ist es komplizierter. Da haben wir nämlich Objekte, die voreinander stehen, die hintereinander stehen, und wir wollen in diesen Raum reingreifen, um ein Objekt anzutippen und dem Computer zu sagen, das hier, da will ich jetzt dran arbeiten. Oder ich will meine Maus oder meine Finger nehmen und hier oben dieses Dreieck selektieren, weil ich damit was machen will. Oder ich will in so einer 3D-Szene, wir haben eine virtuelle Werkbank, auf der wir was rumschrauben wollen, ich will den Schraubenzieher da greifen, der da halb unterm Hammer liegt. Da muss ich auch auf irgendeine Weise auswählen können. Das Picking in so einer Szene, wer jemals sich in so einer virtuellen Welt amüsiert hat oder mit so einem 3D-Programm gearbeitet hat, der wird das kennen, dass man da auch nicht immer richtig trifft. Auch mal das falsche Objekt vorne dran trifft. Die Zeigemittel dafür, die können eine normale Maus sein, wobei das dann schon relativ schwierig ist, weil man mit der normalen Maus nicht anständig diese 3D
Navigation hinkriegt. Man hat ja nur 2D-Koordinaten, aber die Maus ja nur auf dem Schreibtisch bewegen können und nicht auch noch anheben können. Da gibt es dann auch solche Space Mouses und sowas, oder Space Mice, solche Dinge, da kann man auch die dritte Dimension auch angeben, indem man das Ding dreht oder kippt oder so auf und runter drückt und so weiter. Also ja, besonders intuitiv sind die Dinger nicht. Ich komme nicht so perfekt mit denen klar. Es gibt, wenn sie genügend Übung haben, klappt das natürlich schon ganz gut. Oder wir nehmen so einen Datenhandschuh, Hand rein, dann können wir auch um die Dinge herumgreifen. Was man natürlich auch machen kann, ist mehrere Kameras aufbauen und dann diesen Datenhandschuh, wenn er sich so bewegt in der 3D-Welt, tracken, sodass man herauskriegt, ob der Benutzer da reingreift oder nicht. Stellt sich aber auch raus, dass die Arbeit mit so einem Datenhandschuh nach einer Weile ganz schön anstrengend wird. Sie müssen nur mal ihre Hand so eine Viertelstunde lang so ausgestreckt halten und so ein bisschen da drin bewegen. So, dann merken sie, dass sie da irgendwie lauter Muskeln haben. Also auch das ist nicht ganz so einfach. In der realen Welt, wenn wir arbeiten, dann haben wir zum Beispiel auch ja, den Widerstand von diesem Stuhl, wenn wir die Hand hier hinlegen wollen. Wenn der nur virtuell wäre, der Stuhl, wir ihn nur sehen könnten, aber ja, nicht, wenn er nicht physisch da wäre, in der virtuellen Realität ist er das ja nicht, dann müssten wir die Hand, wenn wir sie so drauflegen, so halten. Das ist natürlich schon was ganz anderes. Also wir brauchen Zeigemittel, um zu interagieren und zu navigieren, uns also zum Beispiel auch, wenn wir da wandern wollen, in der virtuellen Welt zu bewegen. Und die 3D-Spieler unter Ihnen, die wissen auch, dass man da irgendwas braucht, um da in der virtuellen Welt herumzulaufen, um zu den Monstern hinzukommen, damit man denen den Knüppel auf den Kopf kloppen kann. Oder sonst wohin. Also die Navigation. Ja, wenn man neu in einem Spiel ist, merkt man, dass die Interaktion, also das Auswählen und das Navigieren gar nicht so trivial ist. Und je nach Spiel braucht man dann ein paar Stunden oder vielleicht sogar einen Tag, bis man da richtig gut ist. Bis man das richtig gut und flink kann. Jetzt möchte ich ein wenig über dieses Rendern sprechen. Objekte beschrieben habe ich ja schon. Die Präsentation, die wir haben, die ist meist zweidimensional. Das wird vielleicht eines Tages noch anders werden, Holographie und solche Dinge. Leider sind wir noch nicht ganz so weit bei der Holographie. Es gibt erste Ansätze für so holographische Displays in Labors, geistern die rum. Es hat auch, glaube ich, mal... nicht bei dieser Präsidentschaftswahl, aber ich glaube bei der letzten Präsidentschaftswahl 2008 in Amerika so ein holographisches Display gegeben, das die beim CNN benutzt haben, um die Reporter sozusagen in ein anderes Studio hineinzubeamen. Die sollen sogar halbwegs gut funktioniert haben. Ich habe noch keine richtig überzeugenden holographischen Displays gesehen. Soweit sind wir einfach noch nicht. Aber daran wollen wir alle fleißig, oder nicht alle, aber daran wollen wir schon fleißig arbeiten. Vorläufig müssen wir unsere 3D-Welten, also die Delfine, die da aus dem Wasser hüpfen, Wasser ist übrigens was Schwieriges, schön darzustellen in der 3D-Welt, so diese unregelmäßigen Wellen, wie sich das also bewegt, gar nicht einfach. Wir wollen also unsere 3D-Szenen rendern. Und als erstes brauchen wir dafür irgendeine Abbildung, eine Projektion, über Projektion sprechen wir gleich noch ein bisschen, auf irgendeine zweidimensionale Ebene, auf so einen Bildschirm, auf eine Leinwand, auf ein Stück Papier. Aus dem täglichen Leben wissen wir natürlich auch, dass vieles von der 3D-Welt um uns herum, das wir wahrnehmen, ja, eigentlich auch nur ja, für uns 2D sichtbar ist. Ne?
Wir reden zwar darüber, dass wir unsere Augen haben und dass die einen gewissen Abstand haben und dass wir dann so trigonometrisch berechnen können, wie weit denn das Objekt weg ist, aber das funktioniert auf ein paar Meter vielleicht noch gut. Das funktioniert ja auf dieser Distanz prima, ne, wenn Sie einen Schraubenzieher nehmen und dann trifft man überraschenderweise tatsächlich den Schraubenkopf, wenn man das so macht. Meistens, genau. Aber das kommt davon, weil unsere Augen eben so angeordnet sind. Aber insgesamt ist die Stereobasis, die wir hier haben, diese, wie viel ist das, 6-7 Zentimeter oder so ähnlich, oder meinetwegen 10 Zentimeter. Wie war das letzte Mal, als ich meine Brille, das ist für die Brille, das ist glaube ich hier so 32 oder 33 Millimeter von der Nase nach links und hier nach rechts, irgendwie so in der Art ist das. Also der Abstand der Augen ist gar nicht so groß, die Stereobasis ist klein, das funktioniert nur in der kurzen Distanz. So, auf ein paar Meter vielleicht noch. Und darüber hinaus sehen wir eigentlich auch schon ein zweidimensionales Bild. Deshalb, wenn wir eine andere Stereobasis hätten, also so Tentakel hier raus mit den Augen da und da, dann hätten wir eine viel größere Stereobasis. Wir könnten viel präziser Objekte, die weiter weg sind, einordnen, in ihrer Distanz messen. Wir hätten einen ganz anderen 3D-Eindruck. Dann wäre es auch schwieriger, uns selber mit so einer Projektion von einer 3D-Szene auf eine 2D-Szene zu täuschen, in Anführungszeichen. Aber so nah wie die Augen zusammen sind, geht das ganz gut. Jetzt fragt sich, aber natürlich, wenn wir diese hier, wenn wir das hier anschauen, das sieht ganz klar 2D-mäßig aus, da entsteht wenig 3D-Eindruck. Das hier sind so Ansichten und Aufsichten. Ich habe hier mal ein Haus, ja, konstruiert, indem ich, ja, das ist hier die Draufsicht, Sie sehen hier die Teile des Daches, hier ein Stückchen, hier ein Dach, hier eine Dachfläche und diese beiden Dachflächen von oben raus gesehen. Und jetzt haben wir noch eine Ansicht auf das Haus, der blaue Pfeil, hier ist dieser da und der rote Pfeil ist diese Draufsicht. Das ist auch schon eine Projektion, wenn auch eine einfache. Und hier gibt es eigentlich keine tiefen Hinweise, um zu verstehen, dass das ein Haus ist. Aus diesen drei Zeichnungen, ja, da braucht man schon ordentlich, in Anführungszeichen, Vorstellungskraft. Das sieht noch gar nicht so aus. Und wenn ich das hier unten weggelassen hätte, dann wäre es noch, wenn ich es auf der nächsten Seite hätte, wäre es irgendwie noch schwieriger zu sehen. Vielleicht wäre es von der Dramaturgie her besser, wenn ich diese Zeichnung hier auf der nächsten Seite hätte. Also das hier, das hat überhaupt keine solchen tiefen Hinweise. Was sind denn so tiefen Hinweise, die wir Menschen sehen? Darüber wollen wir gleich auch noch sprechen. Was auch wichtig ist als tiefen Hinweis ist, wir generieren natürlich durch Wechsel der Kameraposition solche tiefen Hinweise. Wir wackeln ein bisschen mit dem Kopf und wenn ich den Kopf genügend hier rüber bewege, sehe ich auf die andere Seite von der Kamera. Jetzt gucke ich auf diese Seite der Kamera oder hier, wenn ich so langsam vorbeigehe, sehe ich die verschiedenen Seiten von dieser Platte und daraus werden auch, ja, konstruiert unser oder zieht unser Gehirn Rückschlüsse auf die 3D-Szene. Wenn wir jetzt dieses Objekt, was wir hier haben, jetzt wollen wir uns mal ein bisschen drum kümmern, um Tiefenhinweise, wo wir die herkriegen, wie wir die erzeugen können. Und ein tiefen Hinweis ist, eine Sorte von tiefen Hinweis, das sind solche Drahtmodelle. Das ist immer noch wenig tiefen Eindruck, aber immerhin ein bisschen mehr. Wir sehen hier die Vorderseite von unserem Objekt. Wir können jetzt hier komplett durchsehen durch die Oberflächen. Wir sehen hier hinten diese Drähte noch. Und wir können immerhin, ja, das gibt uns einen Eindruck auf die 3D-Eigenschaften. Wenn wir genügend nachdenken von diesem Objekt, von diesem Haus da. Wir sehen also, dass wir hier vorne irgendwie so einen Anbau haben, hier das Haupthaus, wenn man so will, und hier so einen kleinen Anbau. Man sieht hier oben den Dachverschnitt. Das gibt einem schon für ein paar vernünftige Hinweise, wie das Ding dann aussehen könnte.
zurück im Bild. Keine Angst, ich musste bloß an meiner, wollte bloß das Niesen vermeiden. So, also ein Drahtmodell von unserem Objekt, von dem Objekt, was wir hier betrachten. Jetzt kommen wir zu echten tiefen Hinweisen. Wir sorgen dafür, dass die Linien, die weiter weg sind in diesem Drahtmodell, nicht mehr so deutlich sichtbar sind. Also nur die vorderen Linien, die sollen deutlich sichtbar sein. Und das, was hinten ist, das habe ich jetzt hier so hellgrau gezeichnet, was so im Mittelgrund ist, das da, die hier, diese da, die habe ich ein bisschen so mittelgrau gezeichnet. Und das, was ganz vorne ist, habe ich schwarz gezeichnet. Ich gebe auch zu, ich habe mir da nicht so viel Mühe gegeben, wie man sich hätte Mühe geben können. Ein 3D-Programm, was das rendert, kann natürlich die Kameraposition nehmen, wenn die Kamera hier steht, den Abstand in Metern oder in Zentimetern berechnen und dann die Farbintensität, die Graustufe hier danach auswählen. Je weiter wir weg sind von so einer Kante, die wir hier zeichnen, desto milchiger wird Ihr Bild sozusagen. Damit kann man schon ganz gut tiefen Hinweise geben. Und an diesem Bild kann man, glaube ich, schon einigermaßen sehen, was ich da eigentlich hatte zeichnen wollen. Und das Nächste, was man machen kann, ist, das wollte ich hier auch noch zwischendurch erwähnen, die Animation gibt uns auch tiefen Hinweise. Die Animation simuliert nämlich diese Änderung der Kameraposition. Eigentlich ist das eine Änderung der Kameraposition. Wenn das Objekt sich dreht, können wir einerseits im Raum drehen, andererseits können wir natürlich auch die Kamera drumherum fahren. Und das ist das, was man gerne zum Beispiel in so einer virtuellen Welt macht. Man läuft mal auf die rechte Seite, man läuft mal auf die linke Seite, beziehungsweise bewegt seine Kamera auf die linke Seite, bewegt sie auf die rechte Seite, um das Objekt anzugucken. Genauso wie man das als Mensch macht, wenn man was angucken will, irgendeinen Gegenstand. Sie können sich ja selber mal im Laden beobachten, wenn Sie irgendeinen Gegenstand nehmen. Das ist das, was unsere Eltern uns immer gesagt haben, was man nicht machen soll, ne? Finger weg. Also wir sind da in dem Geschäft, wir greifen den Gegenstand und dann schauen wir ihn so an erst. Und wenn Sie die Menschen beobachten, was dann passiert ist, die drehen das und gucken mal um das Objekt drumherum. Die meisten bewegen dabei sogar den Kopf noch ein bisschen. Die ändern ihre Kameraposition. Und das ist das, was ich hier mit Animation meine. Drehen um eine Achse, um die Räumlichkeit, die Geometrie besser zu verstehen von unserem Objekt. Und als Nächstes wollen wir die verdeckten Linien entfernen. Das habe ich hier gemacht. Da habe ich dafür gesorgt, dass das, was man nicht sehen kann, was unserem Auge verborgen ist, dass das nicht gezeichnet ist. Dann werden die Oberflächen undurchsichtig. Das ist übrigens, wenn ich mich hier hinstelle oder hinsetze im Grafikprogramm, die im Hintergrund entferne, das ist eins. Was man natürlich wirklich will, ist, wir brauchen einen Algorithmus, der das automatisch macht für uns. Da kommen wir gleich drauf auf so einen Algorithmus. Und als Nächstes wollen wir die Flächen füllen. Ich habe sie hier nicht farbig gefüllt, sondern mit Graustufen gefüllt. Und das soll jetzt hier schon so ein bisschen den Eindruck von einem Lichteinfall geben. Hier nehmen wir an, die Hauptlichtquelle, die Sonne, die unser Haus, das wir da bauen wollen, hoffentlich viel anleuchtet, die steht hier irgendwie so hier rechts, ne, da ungefähr, und leuchtet unser Haus an. Das hier ist heller, diese Fläche ist heller, die hier und diese Flächen, da wo das Sonnenlicht nicht direkt hinkommt, die liegen sozusagen im Schatten, die werden nur angeleuchtet durch das Licht, was hier von der Sonne, was auf der anderen Seite reflektiert wird und vom blauen Himmel und so weiter. Dadurch ergibt sich auch schon ein deutlich besserer
Tiefenhinweise oder deutlich bessere Tiefenhinweise. Weil sowas, na, solche 3D-Objekte kennen wir aus dem täglichen Leben. Wenn wir da draußen rumlaufen, sehen wir eben Häuser. Und wenn die Sonne scheint, sehen Sie auch sowas da, dass manche Oberflächen von dem Haus heller sind und manche dunkler, je nachdem, wie die Sonne steht. Dieses Entfernen der verdeckten Flächen, das ist ein Algorithmus, der geht auf den Ed Catmull zurück. Der Ed Catmull, der ist schon seit vielen Jahren mittlerweile, der war also so ein Pionier der Computergrafik und der ist seit vielen Jahren auch der Chef von Pixar Graphic, von Pixar, weiß nicht, Pixar Films heißt das, glaube ich. Das gehört mittlerweile zu Disney und ja, die haben so bekannte Filme wie Toy Story und sowas gemacht, die Firma Pixar. Und dieser Ed Catmull, der da Direktor ist, der hat diesen Tiefenpuffer-Algorithmus in Anführungszeichen erfunden, man könnte auch sagen gefunden, und natürlich auch publiziert. Und worum es da geht oder wie man das, was er da macht, das ist eigentlich ein ganz raffinierter Trick. Wenn wir die einzelnen Pixel, die durch unsere 3D-Objekte in der Szene entstehen, wenn wir die berechnen, dann berechnen wir für jedes von diesen Pixeln natürlich den Rot-Grün-Wert, den Grün-Wert und den Blau-Wert. Und das stecken wir in unsere Bitmap, die wir da erzeugen, in unseren Bildpuffer, stecken wir das R, das G und das B hinein. Und weil das R und das G und das B jeweils 8 Bit haben, sind es zusammen 24 Bit. Und da bleiben jetzt auf so ein 32-Bit-Wort, ne, Informatiker denken in Zweierpotenzen, auf so ein 32-Bit langes Wort bleiben noch 8 Bit übrig, mit denen man zunächst mal nichts Vernünftiges machen kann. Und dafür hat der Ed Catmull eine gute Idee gehabt. Und zwar schreibt er da die Tiefe, die Entfernung von der Kamera hinein für dieses Pixel, was er gerade berechnet hat. Wenn er jetzt also die Rückseite von unserem Haus berechnet, die einzelnen Flächen von unserem Haus berechnet, dann ist diese Fläche, die ist näher an der Kamera als die da hinten. Also sollte diese Fläche die da hinten verdecken. Wenn er diese Fläche da hinten berechnet, dann weiß er ja aus dem geometrischen Modell die Distanz zur Kamera. Nehmen wir mal an, er berechnet dieses Dreieck, dieses hellblaue. Der Hintergrund, der ist ganz weit weg und ich habe jetzt hier in meiner Zeichnung für jedes von diesen Pixeln mal die Maximaldistanz 9 eingesetzt. Weil ich da nur eine Stelle Platz habe, sind meine Distanzen zur Kamera von 0 bis 9. Vielleicht etwas grob. So, und jetzt berechnen wir hier so rastermäßig dieses Bild hier. Hier muss ich einen Pixel setzen, das ist so ein hellblaues, das hat die Distanz 5. In der nächsten Zeile haben wir hier wieder ein paar Pixel und die haben alle die Distanz 5 zur Kamera. Hier unten ist unser Dreieck fertig. Also das Dreieck, so wie es hier in Pixeln drin steht, ist blau. Das habe ich versucht hier auch mit der Farbe von den Fünfern klarzumachen. Und die Distanz ist 5 zur Kamera. Jetzt haben wir hier ein zweites Dreieck. Pardon? Jetzt haben wir hier ein zweites Dreieck, dieses lilane Dreieck. Wir fangen oben an zu berechnen. Da sehen wir, dass wir an dieser Stelle hier die Farbe lila einsetzen wollen, lila Pixel einsetzen wollen. Und weil dieses Dreieck so ein bisschen nach vorne gekippt ist, zu mir hin, hat das oberste Pixel die Distanz 2. Die nächsten und dieser Zweier, der ist näher an der Kamera, dieses Pixel ist näher an der Kamera, das hat ja eine Distanz 2 als der Hintergrund, 9. Also trage ich den Zweier an dieser Stelle ein. Denn jedes Mal, wenn ich einen Pixel hier setzen will, falls die Distanz zur Kamera von meinem Pixel kleiner als das
als der bereits eingetragene Punkt die Distanz zur Kamera ist, dann wollen wir das neue Pixel hier in die Pixelmap eintragen, in den Speicher. Wenn das weiter entfernt ist als das Pixel, was wir schon da stehen haben, wollen wir es nicht eintragen, das Pixel. Das steht hier in der entscheidenden Zeile von dem Tiefenpuffer-Algorithmus. So, hier in der nächsten Zeile berechnen wir auch die Distanz, das ist dann 3 hier von unserem Dreieck, von der zweiten Zeile in dem lila Dreieck, und 3 ist kleiner als 5, also tragen wir das ein. In der dritten Zeile ist die Distanz von diesen Pixeln hier 4 zur Kamera. 4 ist kleiner als 5, das blaue Dreieck, wir tragen es ein. In der nächsten Zeile wäre die Distanz 5. Wir tragen es aber nur ein, wenn das kleiner ist. 5 ist aber gleich 5, also wird es nicht eingetragen. In der nächsten Zeile ist die Distanz 6, wird nicht eingetragen, weil das größer ist als 5. In der nächsten Zeile, diese Pixel hier, haben die Distanz 7. Wir tragen ein, weil das weiter ist als der näher ist als der Hintergrund. 7 ist kleiner als 9 und auch der 8er hier, den wir hier in dieser untersten Zeile als Distanz berechnen, ist kleiner als 9. Wir tragen also ein. Wenn mein Dreieck sozusagen aus der hinteren Wand der Szene hinausragen würde, dann würde das hier vielleicht 9 stehen als Distanz, dann würden wir es auch nicht mehr eintragen. Das habe ich aber hier nicht in der Zeichnung. Also dieser eigentlich einfache Tiefenpuffer-Algorithmus, das ist wieder so eine Idee, da denkt man sich, ja, das hätte mir auch einfallen können. Eigentlich einfallen sollen, aber ist leider nicht. Aber ich glaube, das war auch etwas vor meiner Zeit als Informatiker oder kurz vorher, bevor ich mit der Informatik angefangen habe. Also, der Tiefenpuffer-Algorithmus, der gibt uns die Möglichkeit, sowas hier, diese tiefen Hinweise zu erzeugen. Verdeckte Linien sorgen dafür, dass wir nur teilweise das Objekt sehen und die entsprechenden Hinweise bekommen. Als nächstes schattieren wir, das habe ich eben auch schon mal gemacht, hier an dieser Stelle, indem ich die Flächen mit Farben füllen, mit Schattierungen fülle. Und danach verpassen wir unserem Modell hier noch die realistischen Farben, die Details, hier eine Tür, hier diese Fenster, und wenn Sie genau hingucken, sehen Sie, dass ich da versucht habe, den Fensterstock so hellbraun zu malen, und die Fensterflächen, die habe ich so ein bisschen hellblau gemalt, als ob sich der blaue Himmel im Fenster widerspiegelt. Das gibt auch nochmal diese kleinen Details und die Schattierung, sowas wie das Muster der Ziegel vom Dach. Es gibt uns nochmal ganz, ganz nützliche Hinweise, sodass wir als Menschen, die die Zeichnung besser einordnen können, das Objekt besser einordnen können, weil wir es nämlich korrelieren mit etwas aus dem richtigen Leben. Wenn wir verstehen, dass das hier ein Haus sein soll, dann gibt uns die Größe von dem Haus einen ganz guten Hinweis, wie weit es denn weg ist, das Haus. Das einzige Problem, was wir hätten, wenn das irgendwie nicht maßstäblich da wäre, wenn die Tür jetzt 10 Meter groß wäre und die Fenster irgendwie 5 mal 3 Meter groß wären, dann würde uns das Haus irgendwie zu nah erscheinen. Das würde unser Gehirn täuschen, aber wenn man das in der richtigen Größe mit den Details versieht, dann können wir als Menschen durch die Umrechnung der Größe auf das oder den Vergleich dieses Objektes mit anderen Objekten, die wir schon mal gesehen haben, könnten wir ganz gut auf die Distanz zurückschließen. Das machen wir täglich beim Autofahren. Wir wissen ungefähr, wie groß ein Auto ist, wir wissen ungefähr, wie groß so ein Lastwagen ist. So ein Lastwagen verkleidet sich
selten als PKW, sodass wir, wenn wir den da in einer bestimmten Größe in unserem Bild sehen können, gut die Distanz uns überlegen können. Also das sind allerlei solche Tiefenhinweise, die übrigens, wenn man so eine 3D-Szene erzeugt, genau da sein müssen, stimmen müssen, damit wir Menschen die Grafik als natürlich verstehen. Damit die uns natürlich oder / realistisch erscheint. Ich möchte jetzt noch ein bisschen was sagen zur Beschreibung von den Oberflächen mit solchen Patches. Eine Art, diese Oberflächen beschreiben zu können, das sind ja, so Dreiecksfacetten. Und was wir eigentlich festlegen, sind diese Punkte unseres Gitters, von diesem Mesh, was wir da machen. Also wir haben hier den Punkt 0, den Punkt 1, den Punkt 2, den Punkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und die verbinden wir hier, naja, die sind verbunden durch diese so dreiecksmäßig verbunden, also 0 mit 4 und 5 zu einem Dreieck und 0 mit 5 und 1 zum zweiten Dreieck. Also Sie sehen das 5, das ist in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wie habe ich jetzt gezählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, solchen, bei 8 solchen Dreiecken dabei. Diese Oberfläche, die wir hier haben, die kann jetzt einerseits durch Bewegen von solchen Punkten, insbesondere der 6er hier oder auch der 3er, deformiert werden, um die Oberfläche vernünftig zu modellieren. Es sagt uns übrigens niemand, bei den Splines, da hatten wir das schon, da hatten wir, wenn wir nochmal an unsere Bezier Splines zurückdenken, da hatten wir hier solche, mehrere solche Punkte, so Kontrollpunkte, und wenn wir dann hier diese glatte Linie zwischen den Kontrollpunkten zeichnen, zum Beispiel Bezier Splines, man kann aber auch die anderen nehmen, die ich hier aufgeschrieben habe, kubische Splines, De Boer Splines, NURBS, Non-Uniform Rational B-Splines heißen diese Teile, ausbuchstabiert, und in der fortgeschrittenen Mathematikvorlesung werden sie auch diesen NURBS ausgesetzt werden. Ich vermute das zumindest. Das letzte Mal, als ich gefragt habe, war das auch so. Die helfen oder die erzeugen dann eben abhängig von diesen Kontrollpunkten so glatte Oberflächen. Und wenn wir diese Punkte, die wir hier sehen, auch so als Kontrollpunkte verstehen, dann kommt hier auch so eine glatte Fläche raus. Also einerseits haben wir zunächst mal die Dreiecksfacetten, mit denen wir das beschreiben können, aber danach, und das kann man auch schon so zeichnen, das ist dann ja, linear interpoliert. Ne? Da haben wir einfach diese Flächen, die das beschreiben. Das erste bekannte 3D-Objekt, dieser T-Topf von der Universität von Utah, also Utah Teapot, der war auch so konstruiert. Der war eigentlich aus Vierecken konstruiert. Ich habe jetzt eigentlich hier das aus der Vorlesung rausgelassen, weil ich kein, ja, weil ich ein, weil ich hier Bilder verwenden möchte, die frei verwendbar sind und nicht irgendwie komische Copyrights haben. Hier hatte ich auch mal hier vorne so diesen Utah Teapot gehabt. Also das hier habe ich auch mit so einem Tri-Grid hier beschrieben. Die Splines, die kommen jetzt hinten dran dazu. Also hier oben habe ich ja nur lineare Splines sozusagen, direkte Verbindungen zwischen den Punkten, von meinem Tri-Grid. Wenn man jetzt noch die Splines mit bestimmten Eigenschaften, die gut sind für solche 3D-Welten, das sind zum Beispiel die NURBS hier unten, wenn man die verwendet, kommt man dann zu schönen glatten Oberflächen. Die Kontrollpunkte, das Grüne ist die Oberfläche hier in dieser Zeichnung und das Rote sind die Kontrollpunkte. Dieses Bild ist ebenfalls aus der Wikipedia und ich habe nachgeschaut, es ist auch so ein Bild, das man frei verwenden kann, das jemand erzeugt hat mit der Bestimmung, dass man es frei verwenden kann. Ich hätte natürlich auch sowas hier machen können, wenn ich mir genügend Zeit genommen hätte dafür, dann hätte ich so ein
Programm wie das Maya nehmen können, so eine Oberfläche modellieren, die Hilfslinien dafür anzeigen lassen können, also diese Punkte hier mit ihren Verbindungen, diese Oberfläche kontrollieren. Wenn wir jetzt dieses Programm hätten, das hier konstruiert hätten und diesen Punkt nehmen würden und bewegen würden, wird sich ähnlich wie bei einem Zeichensatz im Zweidimensionalen hier eine mehr oder weniger starke Beule oder auch hier eine mehr oder weniger starke Beule ausbilden, wenn wir hier unten dran herumziehen. Also Flächen, eine Dimension mehr bei den Splines als bei unseren Fonts. Die Facetten, das können jetzt Vierecke sein, zum Beispiel Vierecke, die auch Splines als Kanten haben, und dann können wir diese Kontrollpunkte hier bewegen. Diese Dinger, die nennt man auch NURB Patches, Non-Uniform Rational B-Spline Patches. Ich muss jetzt hier an dieser Stelle, kann ich jetzt hier nicht weitermachen, das ist noch recht spaßig, die Mathematik davon ist auch spaßig, aber das liefern Ihnen die Kollegen Numeriker in deren Vorlesungen. Ich möchte an dieser Stelle das nur so stehen lassen. Wir können es uns ein bisschen vorstellen, und ich hoffe, dass Sie dann, wenn es mal so eine Numerik-Vorlesung zu dem Thema hat, dass Sie dann wieder die Verbindung zur 3D-Grafik machen oder die Brücke schlagen. Jetzt noch ein wenig zum Thema Projektion. Ich habe schon darüber gesprochen, unsere Kamera, die hat erstens einen Ort, zweitens einen Blickwinkel, also die steht hier an irgendeiner 3D-Position unserer Szene, dann hat sie eine gewisse Orientierung, denn die Kamera, die wir hier annehmen, ist keine Rundumkamera, die hat einen eng beschränkten Öffnungswinkel, ein Teleobjektiv oder ein Weitwinkelobjektiv, ne? Teleobjektiv guckt so, Weitwinkelobjektiv guckt so. Weitwinkelobjektiv hat einen größeren Öffnungswinkel. Und dann gibt es noch den Blickwinkel, wo diese Kamera hinguckt. Diese Kamera hier zum Beispiel, die da hinten steht, die versucht mich einzufangen und dieses Bild hier, und unser Kameramann kommt dann zum richtigen Zeitpunkt herbeigeeilt, wenn ich mich aus dem Kamerabild entferne, um den Winkel zu verändern. Ihr könnt natürlich auch das Ding auf Weitwinkel schalten, dann könnte ich hier gar nicht richtig rauslaufen hier auf der Distanz, aber dann wäre natürlich alles zu klein, und insbesondere könnte man dann im Video nicht mehr sehen, was hier auf der Projektion ist. Also, wenn man genügend Details sehen will, dann muss man eben den Öffnungswinkel entsprechend klein wählen. Dann muss man den Blickwinkel der Kamera nachführen von der Position aus, wo sie steht. Die Kamera, das sei also jetzt das hier. Ich habe da mal so ein Auge hingezeichnet mit einem Blickwinkel, mit einem Öffnungswinkel und natürlich auch einem Blickwinkel, den das Ding hat. Und hier steht im Koordinatensystem dann mein Häuschen, das ich hier gezeichnet habe, mit allen Details und Schattierungen und so weiter. Und jetzt muss es perspektivisch projiziert werden. Perspektivische Projektion ist übrigens gar nicht so trivial. Wenn Sie die Zeichnungen oder die Gemälde der Ägypter anschauen, dann sind die alle zweidimensional. Da sieht man den Pharao so dastehen, so im Seitenriss. Anständige 3D-Projektionen in der Kunst, in Gemälden, das taucht erst so im späten Mittelalter, am Anfang der Neuzeit auf. Die italienischen Meister, die holländischen Meister, die konnten sowas plötzlich. Da Vinci, der konnte seine Bilder. Der hat die nicht nur gemalt, sondern der hat die tatsächlich konstruiert. Wenn Sie die Aufzeichnung von Da Vinci ansehen, dann sehen Sie eben die Skizzen von den Projektionen, die der gemacht hat. Dann nimmt man hier hinten so eine Horizontlinie, also hier bei der ersten hier, so eine Horizontlinie, und auf der trägt man Fluchtpunkte ein.
dieser Fluchtpunkt hier und hier hat man jetzt, sagen wir mal, ein Haus stehen. Das Haus, das hat hier vorne die Vorderseite und das ist einfach zweidimensional gemalt mit Fenstern drin und so weiter. Aber wenn die so ein Gemälde gemacht haben, dann haben die als erstmal so eine mit einem Kohlestift auf der Leinwand so eine Skizze gemacht, da hinten die Horizontlinie hin. Das habe ich jetzt hier rot gemacht, dem ist natürlich schwarz gemacht. Dann haben sie hier skizziert vorne die Vorderseite von so einem Gebäude und hier, dann haben sie diese Ecke hier mit einer Hilfslinie, mit einer Konstruktionslinie, mit diesem Fluchtpunkt verbunden und die untere rechte Ecke von der Vorderseite von dem Gebäude ebenfalls hier mit so einer Hilfslinie verbunden. Und dann haben sie hier hinten, da, die hintere Ecke von dem Gebäude zwischen diese beiden Strahlen hier von dem Fluchtpunkt aus eingetragen und dann hier diese Linien dazu gezeichnet. Ja, das ist die perspektivische Konstruktion. Und wenn wir hier ein Gebäude hinsetzen wollen, und wir haben hier zwei Fluchtpunkte, weil das Ding nicht ja, mit der Vorderseite flach zu uns steht, sondern so ein bisschen verdreht zu uns steht, da braucht man mehrere Fluchtpunkte. Und hier in der Draufsicht konstruiert man das dann so, wie ich das hier versucht habe zu zeichnen. Diese Konstruktionszeichnung für Gemälde, wenn Sie die Farbe von so einem Raffaello oder Da Vinci runterkratzen würden, dann könnte man diese Konstruktionszeichnung auch noch sehen. Aber in den Unterlagen von diesen Künstlern können Sie ja auch diese Konstruktionszeichnung von den Bildern in den Entwürfen sehen. Bei Da Vinci geht das ganz prima. Ne? Haben Sie vielleicht auch schon mal so ein paar Konstruktionszeichnungen von Bildern gesehen, die der gemacht hat. Da gibt es so ein ziemlich berühmtes, ich weiß eigentlich nicht mehr, was das war und von welchem Künstler das war, von welchem großen italienischen Meister, so Canaletto oder sowas. Da ist so ein Triumphbogen zu sehen und da ist der Fluchtpunkt genau hinten in der Mitte von diesem Bogen. So ein Bild, was ich zu diesem Thema vor meinem Auge habe. Diese Konstruktion mit den Fluchtpunkten, die hat eigentlich einen kleinen Nachteil. Für eine Bauzeichnung oder sowas ist das schlecht verwendbar, denn Sie können nicht einfach ein Lineal nehmen und die Maße dann da drin korrekt ablesen. Also die Maßhaltigkeit geht verloren dabei. Es gibt noch weitere solche Projektionen, Parallelprojektionen mit unterschiedlichen Eigenschaften, die genau sowas, so eine Maßhaltigkeit noch haben. Und die ersten Projektionen, die ich hier in der Vorlesung hatte, diese Ansichten und Aufsichten, die sind genau maßhaltig. Also solche Projektionen wollen Sie dann in der Bauzeichnung dem Maurer geben, damit der da ablesen kann, wie lange er jetzt eine Mauer aufmauern muss. Mit dieser perspektivischen Projektion geht es gerade nicht. Ja, hier gibt es noch verschiedene weitere Projektionen, die dann entsprechend Eigenschaften haben, die man spezifizieren kann, die man kennt. Und mit denen kann man dann dafür sorgen, dass man Maßhaltigkeit hat. Manche sind es eben nicht, manche sind schon, manche sehen für uns perspektivisch gut aus, manche nicht. Hier habe ich ja versucht, Ihnen nochmal zu zeigen, diesen Schritt, den die Künstler, in Anführungszeichen, Da Vinci war ja auch irgend so was wie ein Wissenschaftler, im ausgehenden Mittelalter gemacht haben, um perspektivisch zeichnen zu können. Die Holländer, Bruegel und sowas, da sieht man übrigens, wie die auf dem Weg sind zur Perspektive. Da stimmt die Perspektive eben noch nicht immer. Erst später stimmt die dann. Diese großen Meister, die solche großen Bilder auch in entsprechenden Mengen erzeugt haben, die haben übrigens nicht nur allein gemalt, sondern die haben dann eben so ein Bild konstruiert mit so einer Kohlezeichnung und dann haben die Schüler dahingesetzt und gesagt haben, dann haben sie gesagt, so jetzt mal das aus und mal das mal so aus und so weiter.
So ganz alleine macht das ein bisschen viel Arbeit. So, jetzt möchte ich noch was zur Beleuchtung sagen. Ich habe vorhin schon darüber gesprochen, über Reflexion und Transparenz. Also einerseits haben wir das Umgebungslicht, das sieht man jetzt prima da draußen. Der Himmel, der ist irgendwie so gleichmäßig weiß-grau und das Licht fällt auch gleichmäßig ein. Es gibt gar nicht so viel Schattenwurf übrigens. Nur unterm Auto drunter, unter einem Gegenstand drunter, unter einem Tisch drunter sehen wir Schatten, aber wir sehen nicht so schräge Schatten, Schlagschatten oder sowas. Wir sehen nur relativ weiche Schatten da draußen von dem Umgebungslicht. Im Gegensatz zum Umgebungslicht ist dieses Punktlicht, das von einer Lichtquelle wie der Lampe bzw. von der Sonne, die da weit weg ist, ausgeht. Wenn das Licht auf so ein Objekt drauf trifft, dann wird es in der Regel diffus reflektiert. Also wie hier, nicht nur in einer Richtung, hier an der, wenn wir hier so eine Kreisoberfläche haben, zum Beispiel eine Kugel, dann haben wir ja hier die Lotgerade da drauf und das Licht trifft dann hier ein und naja, wenn wir eine diffuse Reflexion haben, dann wird das nicht nur um diesen Winkel hier drum gespiegelt und geht wieder raus, sondern es fällt auch noch in viele andere Richtungen, es wird in viele andere Richtungen gespiegelt, das Licht, was hier auftrifft auf unsere Oberfläche. Die diffuse Reflexion. Hier sehen wir übrigens noch, hier wird vollständig reflektiert, hier wird ein Teil des Lichtes reflektiert und ein Teil geht durch diese durchsichtige Oberfläche hindurch. Als Beispiel können wir uns ein Blatt Papier nehmen, das reflektiert einerseits, aber wenn man von hinten das so gegen das Licht hält, sieht man trotzdem die Lichtquelle da so durchscheinen. Teilweise reflektiert, teilweise durchgelassen, eventuell auch noch gebrochen. Also dann wird dieser Austrittswinkel hier verändert. Die spiegelnde Reflexion, das ist die Hauptreflexion hier, und wir haben mehr oder weniger diffuse Reflexion, je nachdem, wie die Oberfläche ist. Und jetzt in der Weihnachtszeit, und nachdem die Weihnachtszeit vergangen ist, das perfekte kugelige Objekt, das sehr viel spiegelnd reflektiert, das ist natürlich die Kugel am Weihnachtsbaum. Dafür, um diese Reflexion hier vernünftig zu berechnen, abhängig von den Oberflächeneigenschaften, das müssen wir im Computer irgendwie machen, dafür brauchen wir simulierende Modelle. Wir können das nicht perfekt berechnen, wir müssen diese Oberflächenreflexion simulieren. Und je aufwendiger das ist, desto mehr Arbeit haben wir bei der Berechnung. Denn wir müssen ja eigentlich das wenn wir es richtig gut machen wollen, perfekt machen wollen, müssen wir das für jeden Punkt das Modell durchrechnen. Das macht uns ein bisschen viel. Eins, zwei, drei, es geht wieder. Ja, also für jeden Punkt das zu berechnen, ist ein bisschen viel Arbeit. Wir haben ja diese Facetten. Und jetzt könnten wir uns überlegen, dass wir es nur pro Facette einmal diese Reflexion berechnen. Übrigens, wenn wir mehrere Lichtquellen im Bild haben, hier haben wir 40 Stück, aber wenn wir jetzt mal diese diffuse Reflexion dieses
Umgebungslicht von den Wänden weglassen, müssten wir zum Beispiel, wenn wir hier irgendwie so ein glänzendes Objekt haben, das hier, müssten wir eigentlich alle 40 nehmen und hiervon reflektieren lassen, um das zu berechnen, was zu Ihnen, was zur Kamera hingeht. Ne? Wenn wir nur eine Kamera nehmen, hier haben wir natürlich noch, weil wir viele Augen haben, noch ein paar mehr Kameras. Das einfachste Modell, was wir nehmen können, ist das Flat Shading, dass wir nur einen Wert pro Oberfläche berechnen. Also eine Reflexion, dass der Lichteinfall und die Reflexion, also der Lichtaustritt, für alle Punkte auf der Oberfläche gleich sind. Das nennt man Flat Shading. Und hier habe ich auch wieder ein Bild aus der Wikipedia herausgezogen. In der Wikipedia gibt es, ja, da steht zu jedem Bild sauber definiert die Rechte, und deshalb hole ich mir da gern Bilder, weil ich dann sehe, ob das Bild frei ist, frei benutzbar, dass ich es auch in das iBook reinkleben kann oder nicht. Und das hier sind frei benutzbare Bilder. Die muss man natürlich trotzdem zitieren, wenn die frei benutzbar sind. Das sollte man zitieren. Wir wollen ja nicht Plagiateure sein und das aus unseren eigenen Sachen verkaufen. Deshalb sind hier auch steht hier auch wieder das Zitat, von wo es her ist. Wenn kein Zitat dran steht, wo das Bild herkommt, dann habe ich es selber gezeichnet. Hoffe ich jedenfalls, dass das Zitieren alles perfekt ist in den Unterlagen. Also beim Flat Shading, da kommt dann sowas raus. Ein Farbwert pro Oberfläche. Und Sie sehen, dass das einigermaßen schäbig aussieht hier. Dieses Ding. Das nächste, ja, die andere Gruppe, das ist das Smooth Shading. So ein Verlaufs-Shading wollen wir da haben. Hier ist dieser Algorithmus der Effekt von dem Algorithmus von Gouraud wiedergegeben. Da wird zwischen den Punkten, zwischen den Eckpunkten hier interpoliert, die Farbwerte. Wir lassen also von hier nach hier so Interpolationen laufen. Und Sie sehen, hier ist das dann ein bisschen heller, ein bisschen pastellfarbiger als hier unten in dem linken unteren Teil. Die Interpolation zwischen diesen 1, 2, 3, 4 Farbwerten an den Eckpunkten. Das gibt uns ein vernünftiges Shading. Allerdings ist es auch noch kein richtig gutes Modell. Wir berechnen nämlich eigentlich nur hier, hier, hier und hier die Reflexion bezüglich unserer Lichtquelle, und dann interpolieren wir hier dazwischen, wie viel denn da reflektiert wird. Das ist natürlich eher schäbig. Ne? Richtig gut ist es, wenn wir für jeden Punkt hier so eine Intensitätsberechnung durchführen, für die einzelnen Pixel auf der Fläche, aber das ist algorithmisch natürlich viel aufwendiger, und dieses imitierende Modell von dem Herrn Fong von 1975, das lässt natürlich auch noch ein wenig, das macht eine ganze Menge Vereinfachung, deshalb steht da auch imitierendes Modell, um zu einem halbwegs gut aussehenden, aber dennoch algorithmisch nicht allzu aufwendigen Modell zu kommen. Und wenn Sie, ja, der Flat Shader ist schnell berechnet, der Gouraud Shader geht so, und der Fong Shader, ja, je nach Auflösung von unserem Bild, kann das durchaus auch Rechenzeit produzieren. Wir haben ja nicht nur ein Dreieck pro Bild, sondern ganz, ganz viele Facetten. Und ganz, ganz viele Pixel. Als nächstes möchte ich noch was über unsere heutigen Spiele, die wir auf den Grafikkarten, die wir so in unseren Computern drinstecken haben, laufen lassen. Die benutzen solche
ja, die benutzen dieses Fong-Modell, dieses imitierende Modell. Mit einigen Zusatztricks, um sowas wie Schatten vernünftig berechnen zu können. Schatten kann der Fong-Shader überhaupt nicht. Schatten kann man hiermit erzeugen. Schatten und insbesondere auch Spiegel. Wenn Sie in Ihre Bilder, in Ihre Spiele reingucken, die Sie so benutzen, dann sind die Schatten, die Spiegelungen, die wir da sehen, die Schatten auch und insbesondere auch die Spiegelungen nicht wirklich berechnet, sondern die sind meistens nur in Anführungszeichen simuliert. Man könnte auch sagen, geschummelt. Schatten macht man mit sowas wie diesen Shadow Volumes, die man unter die Objekte drunter konstruiert, entsprechend dem Lichteinfall, wie das Licht da in die Szene hineinfällt. Und Spiegelungen, die gibt es bei vielen Spielen gar nicht. Und wenn Sie es in einem Rennspiel, in einem Autorennspiel, im Rückspiegel da so solche Szenen sehen, dann ist das meistens nur sozusagen ein kleiner Film, der Ihnen da eingeblendet wird. Echte Spiegelungen braucht man, dazu muss man sowas wie das Raytracing durchführen. Da muss man nämlich jeden Strahl von der Lichtquelle zur Kamera verfolgen. Das ist hier bei meinem Hausbild eigentlich ganz einfach. Machen wir das mal hier, den Strahlenpfad. Wir können das entweder vom Auge zum Licht machen oder vom Licht zum Auge machen, das ist gar nicht so wichtig. Nehmen wir mal also an, soll der Bildschirm sein. Wir haben also hier das Auge, das betrachtet hier dieses Pixel und von diesem Pixel aus, von dieser Projektionsebene, geht es weiter in die Szene. Wir haben also hier zum Beispiel diesen Strahl, der würde hier auf den Dachziegel drauf fallen und vom Dachziegel reflektiert werden zur Sonne. Oder andersrum, der Strahl der Sonne fällt hier drauf, geht dann durch dieses Pixel hier hin. Und hier haben wir dann, berechnen wir dann die Reflexion von hier hin zur Kamera. Anhand der Eigenschaften von diesem Patch, auf das unser Strahl fällt. Das Dumme an diesem Modell ist, hier ist es noch relativ einfach, aber was ist denn dieser Sonnenstrahl könnte ja auch hier auf irgendein spiegelndes Objekt fallen und das Licht von hier aus wird hierhin zurückgestrahlt, geht dann hier auch noch in die Kamera rein. Wir müssen also, wenn wir eine diffuse Reflexion haben hier drauf, nicht nur den Weg von da nach da weiterverfolgen, sondern auch hier durch die Szene durch, zwei-, dreimal reflektiert. Eigentlich wird es sogar noch häufiger in so einer Szene reflektiert, aber irgendwann muss man ja mal aufhören, deshalb schneidet man nach ein paar Reflexionen einfach ab. Was wir hier sehen, ist, dass das ziemlich rechenintensiv sind. Wenn Sie einen Bildschirm mit 1920 x 1080 Punkten haben, so ein HD-Bildschirm, da muss man 2 Millionen solche Strahlen hier nachverfolgen. In das Bild rein und ob sie dann in irgendwelche Lichtquellen hinein reflektiert werden. Und wenn man das von der Kamera zu den Lichtquellen hin macht, wir haben einen Strahl, der geht durch dieses Pixel durch in unsere Szene, aufs Dach, dann wird es vom Dach dahin reflektiert und dann zur Sonne. Also können wir das als Pixelwert nehmen. Und das machen wir dann, bis wir dieses Modell fertig gerechnet haben. Und wie Sie sich denken können, macht das eine ganze Menge Arbeit mit den heutigen mit einer guten Grafikkarte, wie wir sie heute haben, könnte man dann in der Auflösung, in dieser Full-HD-Auflösung 1920x1080, ein paar Bilder pro Sekunde berechnen. So in der Größenordnung von 5 oder 6 oder 10 vielleicht berechnen. Das reicht noch nicht ganz, deshalb benutzen unsere Spiele, so wie sie heute haben, auch noch keine Raytracer. Es gibt ein paar Demos von Spielen,
die Raytracer benutzen, so die Grafikkartenfirmen Nvidia oder sowas, die führen das auch vor. Die haben dann meistens 4 oder so Hochleistungsgrafikkarten in irgendeinem Gehäuse drin stecken, die dann die Bilder in der Auflösung mit einem Raytracer berechnen. Aber den Aufwand, den die dafür betreiben müssen, der kostet heutzutage noch so, damit sie anständige Frameraten, 20, 30 Bilder pro Sekunde berechnen können, sprechen wir immer noch über 5.000 bis 10.000 Euro, damit man sowas zusammenkriegt. Oh, jetzt ist die Zeit alle. Also heute Nachmittag machen wir dann hier noch weiter und dann noch etwas über Audio und Video. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns um 16 Uhr hier wieder.